Und jetzt noch ein paar Begriffe, die meist in Prozentaufgaben auftauchen, dass jeder weiß, was damit gemeint ist. Erstes Wort, Rabatt. Das ist ein Preisnachlass. Den gibt es entweder für eine ganz bestimmte Zeit, das ist dann Aktionspreis oder sowas. Und zum Beispiel nach Ostern kosten die Schokoladenhasen, die da übrig geblieben sind, meist nur die Hälfte von dem Preis von vorher. Also, Rabatt ist Preisnachlass für eine bestimmte Zeit. Oder, wenn ich zum Baumarkt gehe und nicht nur einen Mauerstein, sondern gleich eine ganze Palette kaufe, dann bezahle ich für den einzelnen Stein wesentlich weniger, als wenn ich nur einen kaufen würde. Also Mengenrabatt oder Aktionsrabatt. Hier nochmal ein Beispiel dafür. Wenn ich also im April meine Sachen bei der Reinigung abgebe, dann muss ich nicht 40, sondern nur 30 Euro bezahlen. Und bei der Bremse sieht es so ähnlich aus. Eine normale Bremsreparatur kostet vielleicht 150 Euro. Wenn ich das aber im September mache, kriege ich es 10% billiger und muss nur 135 Euro bezahlen. Ja gut, reich wird man davon nicht, aber manchmal kann man ja was sparen. Skonto. Auch wieder ein Preisnachlass. Und zwar, meine Waschmaschine hat 100 Liter Spüllauge in die Wohnstube gepumpt und jetzt muss ich sie reparieren lassen. Der Handwerker kommt, macht das auch ordentlich und ein paar Tage später kriege ich dann die Rechnung. Und das ist eigentlich gesetzlich geregelt, dass ich dann 30 Tage Zeit habe, um die zu bezahlen. Wenn ich es aber gleich bezahle, dann kann ich 2% sparen. So, da sehen wir uns mal am Beispiel an. Ich habe also für die Reparatur 650 Euro zu bezahlen, Steuern drauf. Insgesamt muss ich 773,50 Euro bezahlen. Unten drunter steht dann noch, ja, wenn du es gleich bezahlst, innerhalb von 5 Tagen, kannst du 2% von diesem Betrag abziehen. Und dann rechne ich mir das mal aus und sage 2% von den 773 Euro. Ich könnte 15 Euro sparen, wenn ich nicht so trödel mit dem Bezahlen, sondern die Handwerkerrechnung gleich bezahle. Hat jeder sein Gutes, ich habe 15 Euro gespart und der Handwerkermeister muss nicht so lange warten auf sein Geld. Nächster Begriff, Mehrwertsteuer. Bei dieser Steuer geht es darum, dass auf alle Leistungen momentan 19% Steuern zu bezahlen sind. Und auf der Rechnung sieht das ungefähr so aus. Für sich und sein Material und seine Arbeit will der Klempnermeister 650 Euro sehen. 19% dazu, 123,50 Euro kommen nochmal obendrauf, dass ich also insgesamt 773,50 Euro zu bezahlen habe. Und dieser Betrag nennt man Mehrwertsteuer. So, hier also der Ansatz und da der Betrag da drin, 19%. Und jetzt tauchen zwei Begriffe auf. Brutto und Netto. Brutto ist der Gesamtpreis mit Steuern, das, was ich also bezahlen muss. Netto ist das, was, wenn die Steuern weg sind, für den Handwerksmeister übrig bleibt. So, das sehen wir uns wieder am Beispiel an. Er schreibt mir also eine Rechnung und Reparaturkosten plus Steuern sind der Endbetrag, den ich zu überweisen habe, also die 773,50 Euro. Von dem Geld, was der Handwerksmeister dann also von mir überwiesen kriegt, muss er 123,50 Euro ans Finanzamt überweisen und für ihn, für seine Arbeit und das Material und die Ersatzteile
bleiben ihm 650 Euro. Na klar, und wenn ich pfiffig gewesen bin, habe ich hier nochmal 15 Euro gespart. Beim Gehalt gibt es auch Brutto und Netto. Dazu gleich mal einen Beispielzettel. Wenn Herr Meier 3000 Euro Gehalt kriegt, klingt das erstmal ganz gut, aber dann steht meistens in Klammern Brutto. So, und von diesem Betrag gehen dann alle möglichen Dinge weg. Lohnsteuern, Solidzuschlag, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Das sind die ganzen Abzüge, die weggehen. Und überwiesen aufs Konto kriegt Herr Meier dann halt nur 2.060 Euro. Ist doch ein Unterschied zwischen Brutto und Netto beim Gehalt. Man kann ungefähr rechnen, dass etwa ein Drittel des Geldes für die Abzüge weggehen und zwei Drittel dann wirklich auf dem Gehaltskonto von Herrn Meier landen. Und auch bei der Kiste gibt es Brutto und Netto. Hier haben wir eine große Kiste. Da drin sind Spielsachen, klar. Und netto ist das, was drinne an Spielsachen ist. Tara ist das Gewicht der Kiste. Und beides zusammen, also das Gewicht von den Spielsachen, vom Inhalt und das Gewicht der Kiste, sind insgesamt das Bruttogewicht der Kiste. Das waren jetzt ein paar Fachbegriffe und nun bis zum nächsten Mal.